So, willkommen zurück zu Let's Play Sudeki. Ja, wir gehen in die letzte Tür rein, die versperrt ist. Schöne Sache. Warte, nee, hier haben wir auch noch. Auch gesperrt, okay. Und gehen weiter. Ja, wohin auch immer. Wohin denn? Ja, ich suche immer noch nach Leuten, die mir bitte Quests geben. Wie ist mit dir, Junge? Schaut euch doch an! Denkt ihr, wird richtig zäh, hä? Ich wette, ihr habt noch nie was echt Gefährliches getötet. Du kleiner Macker hier. Ich bin ein erfahrener Kämpfer und Jäger. Besorgt mir eine Brightwater-Perle und ich glaube eure Geschichte vom großen Krieger. Ja, danke, hab ich doch dabei. Neuer Auftrag. Ich hab doch eine Brightwater-Perle, oder nicht? Mann, ihr habt. Er hat eine Brightwater-Perle gefunden. Na toll. Total toll. Brightwater-Perle übergeben. Remis Schmuckstück erhalten. Auftrag wieso aktualisiert? Abgeschlossen heißt das. Wieso ab. Auftragsbuch. Eskorte für Elish. Die rote Tür. Die rote Tür. Ja, egal. Da, Perlensammler. Sammelt 5 Perlen. Tolle Sache. Leck mich. Ne, der kann verkaufen. Oh, wohl kaufen sollte ich. Und zwar Tränke, aber jetzt noch nicht. Ich werde mal eben speichern. Ja. Speichern schadet nie. Und weiter geht's. Ja. Fragt sich nur wohin. Gehen wir erstmal ins Hafenviertel. Das Pier oder stand der Pier? Also es heißt ja der Pier, aber ich bilde mir ein, dass da das Pier stand. Na egal. So, hier haben wir Angler. Seid gegrüßt, Fremdling. Angelt ihr gern? Ich und die Jungs sind absolut begeistert. Wir haben einen Verein, der die Geheimnisse des Fischens studiert. Ja, das ist ja schön für dich. Ich jage mehr als nur Fisch. Eine saubere Leistung. Wenn ihr mir Moskitosaugstachel besorgt, könnte ich neue Haken machen. Sie sind rasend schnell. Man muss sie in eine Ecke drängen. Ich würde einige Gulden für so etwas bringen lassen. Och nee, oder? Habe ich die nicht alle verkauft? Ich bin mir gerade unsicher, habe ich die verkauft? Moskitostachel habe ich gerade nur einen. Der will wahrscheinlich mehr als einen haben, ne? Seid gegrüßt, Fremd. Moment. Auftragsbuch, wie viele soll ich denn holen? Falsche Taste, falsches Dings. 5 Stachel, scheiße, okay. Sowas habe ich befürchtet. Okay. Wunderschönen guten Morgen. Ich und die Jungs, wir lieben es, eine Leine auszuprobieren. Ja, ist ja sehr interessant. Hier wird viel gejagt und gefischt. Hier lebt jeder vom Land. Deswegen gibt es viel Arbeit bei der Jagd und als Sammler. Manche Leute geben mehr als nur Geld, wenn man ein guter Jäger ist. Angeln ist so grausam. Ja, ich bin mir sicher, dass Fische nichts fühlen. Nein, sind doch keine Lebewesen. Nein, 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 nein. Bloß nicht falsch verstehen. Keine Lebewesen. Fische sind Freunde, kein Futter. Links, Gordaib, hier. Ihr klingt wie eine Legion, die den Steg lang marschiert. Ruhe, verdammt nochmal. Was willst du denn? Diese Typen wollen Fischer sein, aber sie sind eigentlich nur Vagabunden. Ups. Doch, ihr habt doch echt keine Ahnung, was? Jetzt zieht Leine. Was für Länder gibt es in der Gegend? Wir haben ein paar kleine Geschäfte. Die Schmiede und kann muss alles wegladen. Außerdem sehe ich vielleicht wie die Touristeninfo aus, hä? Ich versuche hier zu angeln. Also Pech. Okay. Okay, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Wir haben eine Truhe, die werden das Spiel ja noch zerstören und nichts drin finden. Und mit dem. Was für ein guter Tag zum Angeln. Ich bin Tebo. Ich bin der beste Angler des Dorfes. Ja, er ist der Beste.
Ja. Wir ist dies ein Angelclub? Aber momentan suchen wir keine neuen Mitglieder. Heutzutage scheint sich sowieso jeder dahergelaufene für einen Angler zu halten. Hallo, ich bin hergelaufen. Oh, wenn ich sowas höre, schwellen mir die Kiemen. Du hast keine Kiemen. Ach, egal. Auf Wiedersehen. Ja, lassen wir das. Die haben uns ja... Wir haben den Quest jetzt mit dem Moskitostachel. So. Das heißt, wir können weiter. Es gibt noch sehr viel mehr Quests, hier, soweit ich weiß. Ich weiß es aber nicht, deswegen, ja. Hallo, ein guter Morgen fürs Segeln. Ja. Heute nicht. Dauert eine Weile, die Boote nach dem letzten Sturm zu reparieren. Das hier ist fast fertig, aber das Boot auf der anderen Seite der Bucht wird mehr arbeiten. Ach, Boote vermieten und fischen ist nett. Wenn man Glück hat, findet man hier Perlen. Die sind in ganz Haskilia berühmt und bringen auch gut Geld. Ja, aber irgendwie bringt mir das alles nichts, denn, Hallo, hallo! Junker Reddish zu Diensten! Jo, ganz meine Meinung, was könnt ihr denn für mich tun? Naja, im Prinzip habe ich nichts zu tun. Ich habe in der Burg gearbeitet, aber das Stadtleben ist ja so stressig. Ihr seht nicht aus, als wärt ihr von hier. Ursprünglich bin ich aus Illumina, aber ich habe mich hier in der Provinz eingelebt. Die Ruhe hier draußen passt mir. Passt ihm, ja. Was willst du über die Anthropo an der Bäh? Sie sind wirklich nett, nur etwas anders. Sie bleiben meist unter sich. Angeblich haben sie jede Menge Probleme in... Ja, in Chalimo, das haben wir auch schon verstanden. Auf Wiedersehen. Seid gegrüßt. Ich bin Sazan Miko. Freut mich mal ein paar neue Gesichter zu sehen. Angenehm. Ich hoffe, ihr bleibt einige Tage im salzigen Pudel. Der Wirt ist sehr freundlich. Ganz meine Meinung. Was tut ihr da? Ich muss einige Sachen für das Abendessen im Gasthof einkaufen. Die Matrosen hier schwören auf den Eintopf im salzigen Pudel. Nur dumm, dass die Ente im Geschäft dauernd die Preise erhöht. Was könnt ihr mir über das Dorf erzählen? Nun, ich bin ziemlich abergläubisch, also würde ich den Wunschbrunnen empfehlen. Ja. Okay, auf Wiedersehen. Also irgendwie kriege ich hier weniger Quests, als ich erhofft hatte. So, gehen wir mal eben rein. Gucken mal, ob die unsere, die eine Tusse uns... Denzis Haus. Willkommen, Freund. Ich bin Denzi. Ja, das ist ja schön für dich, Denzi. Wie ist das Leben im Dorf? Es geht seinen gewohnten Lauf. Der örtliche Laden hat allerdings einen neuen Eigentümer. Es ist jetzt sehr teuer dort. Und der neue Eigner Kamo ist die unverschämteste Ente der Welt. Wo kann ich Pelze verkaufen? Sucht Jürgen, den Reisenden. Ja, den haben wir schon. Auf Wiedersehen, tschüss. Wo ist denn meine Freundin? Gesperrt, wahrscheinlich im gesperrten Bereich, so wie ich das sehe. Gut, dann raus hier. Ja, toll. Jetzt, weiß ich immer noch nicht. Da haben wir erst einen Quest, Moskitostacheln. Moskitosaugstachel mitgenommen, hahaha. Okay. Okay, weiter geht's. Gehen wir erstmal in die gesperrte Tür rein. Gehen wir erstmal in die Tür rein. Auch gesperrt. Gut. Die hier, auch gesperrt. Dann lass uns doch mal hier reingehen. Auch gesperrt. Bin angeln gegangen, Tebor. Ach so, dem gehört das Haus. Okay, das ist das Haus von Tebor. Das Leben ist so ungerecht. Warum? Was ist los? Mein Vater hatte mir ein Schmuckstück gegeben, aber dieses neue Tierkind hat es mir abgeluchst. Der ist so gemein. Das Schmuckstück haben wir doch, wenn ich mich nicht irre. Auf Wiedersehen. Und jetzt direkt wieder anquatschen. Hey, das ist ja mein Schmuckstück. Ihr seid toll. Wusstet ihr, dass Pfarrer Klebes euch mit der Macht der Götter heilen kann? Ist echt wahr. Gebt ihm einfach, was er will. Okay. Remis Schmuckstück übergeben.
herbstzeitlosen Trank erhalten. Auftrag erfüllt. Erfahrung plus 15. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Deswegen sind wir zurück in Brightwater, meine lieben Damen und Herren. Und Zuschauer und Abonnenten und überhaupt. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr nur Damen und Herren seid, wer weiß. Raptufullenhaut bekommen. Und ein Karga-Pelz mitgenommen. Ein Karga-Pelz, okay. Jetzt gehen wir mal hier lang. Was war denn hier da zum Überprüfen? Hä? Okay, hier war doch gerade irgendwas zum... Eigentümer Coney der Köhler. Okay. Dann gehen wir mal zu Coney dem Köhler. Ah, Moment mal. Was sehen denn da meine Augen? Ja, und zwar eine Truhe, die versteckt ist. Und wir finden darin ein... Reise und Überraschungen. Kugel der Energie mitgenommen.